Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Und wir sind wieder hier unten. Und hey, ein Soldat mit einer Maschinenpistole in der Nähe des Tanks. Und dieses Mal sind meine Leute auch dabei. Das ist gemein, dass ich hier unten. Drohne fliegt. Da ist noch ein Tango. Genau, da waren wir vorher, ja. Das ist das Terminal mit Zugriff auf das Hauptsystem. Gut, sorry. Jetzt geht's weiter. So, wo geht's hier nochmal hoch? Ja, ich sollte nicht hochgehen, sondern ich sollte die beiden auf jeden Fall töten. Der geht jetzt da hoch. Wie will der mich denn sehen? Hä? Erschrecke ich jetzt auch noch. Hier ist ein Tango. Ernsthaft. Okay, ich hol die zwei nochmal ab und dann. Ich geh mal hier hin, weil da sehen sie mich nicht von unten. Gut. Dann sind die vor Ort. Leute, sammeln. Verstanden, in Bewegung. Okay. Dann hacken. Bin drin. Ihr passt auf, während ich Bowman die Dateien hochlade. Hier sind scheiß viele Daten. Ich geh mal runter. Feuer! Claro! Er ist erledigt. Ich sehe halt niemand. Con una mierda.
A todas las unidades, comiencen el ataque. Eine Minute noch. Wieso gehen jetzt alle hoch? Hä? Wo? Hä? Wo war der? Da unten auf der Karte. Die zwei Kreise. Trillilili. So, jetzt darf ich nicht sterben. Verdammt, das war knapp. Ah, da oben. Wir haben Verluste. Alles klar. Bowman hat alles, was relevant ist. Hauen wir ab. Oh, oh Gott. Upsi. Der hat mich jetzt echt erschreckt. Uiuiui. Ja, die Unidats sind schon nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. So. Oh nein. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Setze Drohne ein. Feind gesichtet. Ich sehe zwei Unidad-Schützen. Ich sehe niemanden. Dicht beim Reifenstapel. Okay, super. Das ist das Terminal mit Zugriff auf das Hauptsystem. Ach ja, der hat's natürlich überlebt. Okay, nichts passiert. Ja. Ich könnte mich natürlich auch hier verschanzen, weil hier geht nur... Ja, verdammt, hier geht auch nur ein Weg raus. Ich schau mal kurz, wo die beste... Also die kommen alle von hier. Und auch von hier. Ja. Wir könnten uns natürlich auch hier reinsetzen und dann alle abballern. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, da, ja. Ich meine, leise können wir das ja nicht mehr machen. Und ich glaube, da drin haben wir am meisten Überlebenschance. Bin drin. Ihr passt auf, während ich Bowman die Dateien hochlade. Hier sind scheiß viele Daten. Ich fahre. A todas las unidades, comiencen el ataque. Las unidades han alcanzado la última.
Ich lege an. Komisch, dass er für ein. Also das ist ja ein gepanzerter SUV. Wieso raucht der schon? Oh. Da ist einer gespawnt. Ja, unsere Verstärkung rückt an. Und ich habe verpasst, dass wir jetzt das Unidad. Alles klar, Bowman hat alles, was relevant ist. Hauen wir ab. Genau, dass wir jetzt gehen sollen. Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Ach du Scheiße. Mich erschreckt. Ah, Scheiße nochmal! Warte mal. Hatte ich das da ausge... Nee, oder? Wir waren... Warte mal, ich schau mal kurz. Enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. Ich muss noch mal schauen. Also ich hab's eigentlich nicht umgestellt. Mich wundert gerade, dass ich. Ihre Daten haben interessante Infos gebracht. Und die wären? General Varus Ex-Adjutant sitzt ein. Er wusste zu viel über Unidads schmutzige Wäsche, also hat Baro ihn weggesperrt. Holen Sie ihn da raus, dann verrät er uns vielleicht etwas über seinen alten Boss. Ah, könnte klappen. Außerdem wurden vielleicht Leute von uns enttarnt, die wir bei der Unidad eingeschleust haben. Irgendeine Santa Blanca-Ratte hat herausgefunden, wer sie sind. Und will die Namen einem Unidad-Hauptmann namens Iglesia verraten. Sie müssen diesen Kartellspitzel zum Schweigen bringen. Haben wir eine Zielposition? Negativ. Aber wir haben den Standort des Unidad-Hauptmanns. Finden Sie ihn, folgen Sie ihm zu seinem Treffen mit dem Spitzel und schalten Sie den Spitzel aus. Verstanden. Melden Sie sich, wenn sich aus den Daten noch etwas ergibt. A todas las unidades, comiencen el ataque. Granate fliegt. So. Una explosión ha sido detectada. A todas las unidades, concentren la búsqueda en este sector. Entschuldigung. Rein.
fährst das Ding besser nicht. So, da wollen wir mal. Alter Schwede. General Barrow ist der hochdekorierte Anführer des Militärs, der einen Deal mit dem Teufel abgeschlossen hat, als er zustimmte, den Kartell zu helfen. Barrows ehemaliger Adjutant hat ihn betrogen und ist zu den Rebellen übergelaufen. Allerdings wird er in einen Unidad-Basis gefangen gehalten. Befreien Sie den Adjutanten und finden Sie heraus, welche Informationen er hat. Okay. Und da ist, die Daten aus Basis Jaguar haben ergeben, dass ein Kartellinformant der Identität von Sie innerhalb der kennt und die Information schon bald weitergeben will. Der Informant muss getötet werden. So. Ja, ich glaube, das da ist momentan noch am wichtigsten. Wo sind wir denn gerade? Wo stehen wir? Da stehen wir. Da würde ich sagen, gehen wir mal hier hin und holen uns Hubschrauber. So. Oui. Alter, das ist... Ich find's gerade echt komisch, dass ich hier auf der Karte... Wir haben jemanden wachgerüttelt. Alter, hat er mich jetzt echt gesehen? Nee, hat er nicht. Das ist gerade nicht so gut. Hä? Wo denn? Hä? Ich check gar nichts mehr. Wo warst du so lange? Granate kommt. Come mierda, culeros. Ich check gerade. Wieso? Also, wer hat uns auf einmal gesehen? Und vor allen Dingen. Also, den Sniper, der hat ja in die ganz andere Richtung geschaut. Oder zur Seite. Ja, okay, es war dumm, dass dann eine Unidad-Patrouille gekommen ist, also. Ja, das war schon mal sehr erfolgreich. So. Aber wie gesagt, ich finde es komisch, Drohne fliegt, dass die Karte nicht mehr... Scharfschütze, oben auf dem Turm. Scharfschütze im Turm. Die Sachen markiert. Also quasi auf der Minimap zeigt, wo eventuell Leute sind. Noch ein dritter. Hier sind Suchscheinwerfer. Der zeigt gar nichts an. Das ist komisch. Hier ist Ziel Nummer 5. Ein bisschen seltsam. Seriengenerator. Schalten wir das Licht aus. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen.
Upsi. Geh mal von der anderen Seite rein. Wenn es überhaupt möglich ist. Ja, hier. Oder auch nicht. Come on. Wir brauchen den High Ground. So, das schaut doch mal schon viel besser aus. Jo, sehe einen Soldaten. Nahe dem Geschütz. War das alles? Ich glaube schon, okay. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Okay, Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Gib Zeichen. Einer weniger. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich lege mich mal hin, weil das cooler aussieht. Geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Umgelegt. Ich glaube, die Luft ist rein. Nee, da ist noch einer. Gut.
Hier könnten Informationen sein. Mhm. Oder... Wie verdächtig. Deine Mutter ist verdächtig. So. Gut, alles klar bei uns. Hier ist deine Waffenkiste. Mhm. Gut, mal schauen, was da ist. Hoffentlich was erfolgreich. Scharfschützenschiene. Okay. War das nicht für Scharfschützengewehr? Hände? Henker. Oh, Henker ist halt einfach nichts. Ach, Scharfschützenhandschuhe. Achso, das war nur... Okay. Das war kein Waffenteil, sondern einfach ein Handschuh. Wow. Super cool. Auf jeden Fall haben wir es schon mal geschafft, das auseinanderzunehmen. Wieder Waffen, natürlich. Aha, Entfernungsmesser. Aber Sturmgewehr ist jetzt nicht so meins. MK17. Das ist gut. Ja, M4A1 ist immer eine Top-Waffe. Sturmgewehr. Gewehr. Magazin. Das ist gut. Schalldämpfer. Leichtes Maschinengewehr. Und hier unten Erweiterung Sturmgewehr. Das ist auch gut. Also hier sind die Waffen sind eigentlich alle ganz brauchbar. Gut, dann holen wir uns Kingslayer Datei. Dann holen wir uns den Helikopter. Und ja, fliegen wir noch mal kurz dahin. Genau. So, und dann... Ja. Aber ist das mit den, dass hier keine Kreise oder keine... Feinde mehr angezeigt werden. Wo ist denn hier? Achso, wahrscheinlich unten. Okay. Ist es jetzt wegen unserer Schwierigkeitsstufe? Aber wir hatten ja die ganze Zeit. Na los. Sehr schwer. Das irritiert mich jetzt. Hier niemand? Warte, ich ändere das jetzt nochmal. Warte. Okay, es liegt wirklich an der Schwierigkeit. Da unten in der Karte rechts, links, sieht man jetzt auch wieder ein Typ, also ein Kreis. Hä, aber ich dachte, wir wären die ganze Zeit auf sehr schwer.
Irgendwie passen wir hier nicht so hin, ne? Na, vielleicht bei der Kreuzung hier. So. Dann holen wir uns nochmal die Kingslayer-Datei. Es heißt, eine berühmte Straße in La Paz, La Calchín, keine Ahnung, werde von Geistern und Kreaturen aus der Unterwelt heimgesucht. Geister, Kobolde und Dämonen, sollen des Nachts erscheinen, und um Leute zu erschrecken und zu täuschen. Laut einer Legende soll eines Tages ein Einwohner, ermüdet von ihren Missetaten, ein grünes Kreuz am Straßenanfang aufgehängt haben, das er von einem Priester segnen ließ. Das Kreuz hängt nach wie vor in der Calchín und zeugt von den Geistern, die seither ihr Treiben eingestellt haben. Aber haben sie das wirklich? Ja, jetzt nicht mehr, weil wir es genommen haben. Aber, ja, deswegen ist das hier so aufgestorben. Ja, alles macht. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Nee. Ich komm nicht über den Zaun. Hallo. Hola, amigo. Irgendwas Gutes über das Kartell gehört? Gracias. Viel Glück. Wow. Gut, dann machen wir mal die Hauptquest weiter, aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.